Ja, Fedra gibt es seit 2007 an der Universität Wien, wird betrieben von der Universitätsbibliothek gemeinsam mit dem zentralen Informatikdienst. Und die Aufgabe von Fedra, die grundsätzliche Kernaufgabe, ist eigentlich, als Repositorium der gesamten Universität Wien zu dienen. Das heißt, Fedra ist ein Forschungsdatenrepositorium und ein Literaturrepositorium. Und aus diesen Aufgaben eben Dinge, Objekte, Bücher, alles mögliche, Texte und so weiter zu archivieren, sind unterschiedliche Handlungsfelder entstanden, die unterschiedliche Forschende, unterschiedliche Personen in der Universität Wien sich richten. Dazu gehört zum Beispiel ja, Datenmanagement-Beratung, also Forschende zu beraten, wie sie mit ihren Daten umgehen. Dann zum Beispiel auch helfen bei Datenmanagementplänen, sind ja vorgeschrieben seit einiger Zeit beim größten Fördergeber Österreichs, beim FWF seit 01.01.2019. Und da ist es wichtig, dass die Forschenden wissen, was sie genau angeben müssen, welche Informationen sie liefern müssen, und da helfen wir ihnen gerne. Ja, das sind so unsere Hauptaufgaben, die wir haben. Und natürlich auch zwischendurch, wenn jemand uns fragt, wie kann er oder sie etwas archivieren, unterstützen wir da gerne auch praktisch. Ja, natürlich. Also wir haben in der TIP betreiben wir verschiedene Repositorien, die dann ein vergleichbares Beratungsangebot haben. Natürlich jetzt schwerpunktmäßig bei den Textrepositorien geht es dabei um urheberrechtliche Fragestellung. Natürlich, aber es ist, glaube ich, auch immer, das gehört vielleicht auch dazu, immer wichtig zu wissen, welche Publikationen gibt es eigentlich. Das ist, glaube ich, nach wie vor eine Herausforderung für viele Einrichtungen, überhaupt vollständige Bibliografien zu haben und dann auf der Basis auch zu schauen, dass davon ein möglichst hoher Prozentsatz im jeweiligen Repositorium landet. Forschungsdatenangebote haben wir auch, aber dafür haben wir separate Prozesse und Repositorien. Aber das ist im Grunde alles sehr, sehr vergleichbar. Eine schwierige Frage, würde ich sagen. Aber ich glaube, der wichtigste Unterschied für ein Repositorium ist, bedeutet, dass man auch Metadaten, also beschreibende Daten, ablegen kann. Es bedeutet, dass man zum Beispiel auch Lizenzen vergeben kann. Es bedeutet, dass es einen persistenten Identifier gibt. Das heißt, die Objekte, die in einem Repositorium landen, sind sicher verwahrt, werden dort gemanagt und sind auf lange Zeit auch ja, abrufbar, soll man auf lange Zeit abrufbar sein. Das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. Schließe ich mich an. Ich glaube, dass das Allerwesentliche ist, dass ein Repositorium, sagen, täglich genutzt wird für, sagen, den ganz normalen Zugriff auf wissenschaftliche Literatur. Das heißt, wir müssen es auch so präsentieren, dass es im Forschungsprozess einfach und mit allen nötigen Informationen verfügbar ist. Repositorien sind für mich in erster Linie die Speichersysteme, in denen wir Publikationen ablegen und der Öffentlichkeit zugänglich machen mit allen Metadaten. Historisch sind sie in der Open Access-Landschaft vor allen Dingen verknüpft mit Zweitveröffentlichungen. Das heißt, wir haben Publikationen, die an irgendeinem Ort erschienen sind, wo sie eben nicht frei zugänglich für alle sind. Und wir stellen den freien Zugang her dadurch, dass wir eine Kopie dieser Publikation im Repository ablegen. Das, was dann üblicherweise und historisch immer der grüne Weg des Open Access genannt wurde. Aber natürlich sind diese Systeme auch dafür geeignet, dass wir Erstveröffentlichungen dort haben, Forschungsberichte, Working Papers, institutionelle Schriftenreihen, Monographien. Wir können dort Dissertationen in vielen Repositories. Also grundsätzlich gibt es da keine Grenzen. Ich glaube, eine wesentliche Bedeutung ist, dass wir in der größten Zahl der Fälle diese Repositorien eben in institutioneller Trägerschaft haben. Das heißt, es sind eben nicht nur Speicher- und Auslieferungssysteme, sondern auch solche Systeme unter eigener Kontrolle, unter akademischer Kontrolle, unter der Kontrolle von Bibliotheken oder Universitäten. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Vorteil, diese Autonomie zu haben. Auch im Hinblick auf eine Langzeitverfügbarkeit
Und insofern ist auch die entstehende Redundanz für mich kein Problem, die durch diese Zweitveröffentlichung häufig entsteht, weil das ist zumindest ein Teil, den wir kontrollieren können und in einem dezentralen, robusten, in einer dezentralen, robusten Infrastruktur bewahren können. Ja, ich kann mich da nur anschließen an Ihre Ausführungen. Bei uns ist es so, bei Fedra, wir haben nicht nur, wie gesagt, wir sind ein Repositorium für Forschungsdaten und auch für Literatur. Der Literaturteil heißt YouScholar. Bei uns ist es ein bisschen getrennt, ist aber die gleiche Technik. Das heißt, alle Dinge, die über YouScholar hochgeladen werden, landen in Fedra, werden dort langzeitarchiviert, haben aber eine andere Oberfläche. Dort kommen die Zweitveröffentlichungen hin. Und in Fedra selbst haben wir natürlich auch Texte, Materialien, Videos und so weiter, die nicht Open Access sind. Das heißt, wir haben immer wieder dieses Spannungsfeld auch unter Closed Access. Wir haben auch sensible Daten drinnen. Das heißt, wir sind da sehr unter einem Spannungsfeld stehend. Aber grundsätzlich folgen wir natürlich auch der Open Access Policy der Universität Wien und schauen oder ermutigen die Forschenden natürlich auch dazu, möglichst ihre Objekte, ihre Texte, ihre Bilder, alles Mögliche offen zu stellen. Also das ist so ein bisschen ein Abwägen, immer wo es gerade möglich ist, sehr offen zu sein und wo es nötig ist, eher geschlossen zu agieren. Bei sensiblen Daten, also da gibt es mehrere Abstufungen natürlich, können wir Zugangsbeschränkungen haben. Also das ist die eine Möglichkeit, dass wir sagen, wir lassen zum Beispiel nur bestimmte Personengruppen an diese Objekte ran oder auf eine bestimmte Zeit gesperrt, können auch Objekte sein mit einer Embargofrist. Oder sie sind ohnehin anonymisiert worden oder pseudonymisiert worden. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Bedarf. Da können wir ziemlich frei agieren. Beziehungsweise es gibt ja auch Daten, die gar nicht in dieses System hineinpassen, weil sie wirklich so hochsensibel sind, dass sie eine eigene Anwendung benötigen. Auch das wird vom Zentralen Informatikdienst zur Verfügung gestellt und ist sozusagen in unserem Repertoire von Möglichkeiten, die wir den Forschenden anbieten. Nein, das Einzige, was wir haben, sind in Ausnahmefällen Publikationen, die erst mit Zeitverzug Open Access werden dürfen und die man dann schon vorher eben einsammelt, in das System einspielt, weil es natürlich sehr schwer ist, 2 Jahre später, wenn ein solches Embargo abgelaufen ist, dann nochmal die Professorin zu erreichen und zu sagen, jetzt hätten wir gerne den Text. Das heißt, in solchen Fällen landet der Text dort, wird gesperrt mit einem Hinweis, dass er ab 1.1.2021 verfügbar ist. Aber wir verwenden die Repositorien nicht für interne Zwecke und insofern brauchen wir da drin auch keine Daten, die nicht für die Öffentlichkeit zumindest mittelfristig bestimmt sind. Ich wollte nur kurz einhaken bei dieser Frage nach den rechtlichen Fragen. Das ist natürlich immer eine ganz heikle Geschichte. Zu uns kommen sehr oft Fragen, wie ist es jetzt eigentlich, geben wir da, wenn wir etwas in Fedra stellen und ein anderes unser Repositorium, geben wir da die Datenhoheit ab zum Beispiel? Das ist natürlich nicht der Fall. Oder was muss ich alles achten? Oder welche Lizenzen kann ich vergeben? Welche Lizenzen sind möglich? Welche ist günstiger für dieses Objekt oder für jenes? Wie schaut es mit Verlagsverträgen aus? Also da kommen immer wieder Fragen auf uns zu bezüglich der Archivierung, der Speicherung von Daten und auch jetzt gerade, es wird gerade viel geforscht im Bereich der Social Media. Da kommen auch immer wieder neue Fragen. Wie gehe ich mit Dingen, die aus irgendwelchen Plattformen kommen, um? Wie gehe ich mit Facebook-Einträgen um und so weiter? Also wir sind ja da ziemlich breit aufgestellt, muss ich sagen. Und da kommen alle möglichen rechtlichen Fragen zusammen, die wir dann halt versuchen zu beantworten oder versuchen auch weiterzugeben an juristische Expertinnen und Experten, weil das natürlich oft auch sehr bis ins Detail hineingeht in die verschiedensten Forschungsfelder. Und das ist natürlich sehr spannend auch, da sieht man auch eine gute Entwicklung, auch Bewusstheit, Bewusstsein auf was empfinden die Menschen heute als vielleicht auch ethisch fraglich, ja, oder juristisch fraglich. Das war vor einigen Jahren noch nicht der Fall, da war das eher so, man hat was reingestellt und hat gedacht, ja, das passt eh, das ist eh schon im Netz gewesen, das kann ich nehmen, ja. Und jetzt ist auch eher die Frage,
Ist das wirklich in Ordnung? Darf ich das wirklich machen? Soll ich das so tun? Also man wird vorsichtiger mit der Zeit. Das ist uns ziemlich aufgefallen. Also bei uns ist es so, dass wenn die Repositorien verwendet werden, müssen Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden und angehakt werden. Das heißt, da ist schon festgelegt, dass derjenige oder diejenige, die etwas hochlädt, auch dafür verantwortlich ist. Ja. Wir sind verpflichtet, wenn uns etwas auffallen sollte, was gegen die Rechte verstößt, es zu melden. Und wenn es dann wirklich zu einem juristischen Streit kommt, diese Objekte dann wieder auch zu löschen, inaktiv zu machen. Das ist okay. So der Vorgang bei uns. Ja, da, also ich glaube, dieses rechtliche Thema hat natürlich ganz viele Facetten. Wir haben ja auch multiple Rechtsverhältnisse da. Das eine ist natürlich, dass dass zwischen Autorin und Repository irgendeine Beziehung dann hergestellt wird, so ein ganz normaler Veröffentlichungsvertrag geschlossen wird, in dem auch so etwas geregelt wird, wer haftet dafür, wenn etwas Falsches oder Strafbares enthalten ist. Aber das Repository selber bringt ja dann auch etwas in Umlauf, hat sich dann natürlich vielleicht an irgendeiner Stelle abgesichert, muss aber auch selber bewerten, können wir das veröffentlichen. Und dann hat man eben die Rechtsverhältnisse, die häufig Autorinnen mit dem Verlag, mit irgendeinem Verlag schon eingegangen sind, wo dann beide Seiten eigentlich prüfen müssten, darf das noch einmal oder vor Verlagsveröffentlichung oder ähnliches in das Repository eingespielt werden. Das muss man sich alles anschauen. Ich glaube, es ist auch wesentlich, dass man da die Spielräume nutzt, die man hat. Ich nehme das so wahr, dass sehr häufig da eine bei allen Beteiligten sehr große Sorge da ist, etwas falsch zu machen und dann an der Stelle auch man aufhört, wo man vielleicht aber auch einfach sagen könnte, dann führen wir das mal einer Klärung zu und holen uns noch einmal juristische Expertise oder lassen die Leitung der Einrichtung entscheiden, welche Interpretationen wir hier eigentlich anlegen sollen. Und dann hat man natürlich auch noch dieses Rechtsverhältnis für die oder mit den Nutzerinnen und Nutzern oder denjenigen, die diese Texte lesen, herunterladen, damit weiterarbeiten wollen. Im Kontext Open Access geht es natürlich auch viel um Weiternutzung unter den Bedingungen freier Lizenzen. Das heißt, es muss dazu beraten werden und es muss definiert werden, unter welchen Lizenzen die Artefakte, die Publikationen dort nutzbar sind. Und das ist einerseits mühsam, aber andererseits auch, glaube ich, ein ganz wichtiger und schöner Teil, weil man damit dann auch entscheidend dazu beiträgt, dass dieses Ökosystem tatsächlich weiter gedeiht und dass es eben dann mehr ist als eine reine Ablage, wo wir dann im Einzelfall prüfen, wenn jemand sagt, darf ich auf diesen Archivbestand zugreifen, ob das in dem Fall geht, sondern wir bringen Sachen in Umlauf, die dann wirklich von allen genutzt werden können. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass sich so Repository-Betreiber untereinander austauschen, dass sie sich an vielleicht auch Standards oder Qualitätsregeln orientieren. Zumindest in Deutschland gibt es eben dieses DINI-Zertifikat der Deutschen Initiative für Netzwerkinformationen, das seit vielen Jahren so Mindestanforderungen, Best Practices, Empfehlungen zusammenfasst für Repositories, wo es auch einen Abschnitt eben zu rechtlichen Fragestellungen geht und wo dann zum Beispiel auch solche Fragen, die für eine Sorgfalt und Open Access sehr wichtig sind, geregelt sind, wie was passiert eigentlich, wenn ich dieses Dokument doch nicht in Umlauf bringen konnte, dass es nicht ohne weiteren Hinweis aus dem Netz verschwindet, sondern dass wir es dann, wie Frau Blumensberger eben sagte, inaktiv schalten und einen Hinweis anbringen und sagen, dieses Dokument war hier mal, aber es ist jetzt nicht mehr verfügbar. Und auch das ist dann ein weiterer Unterschied eines ordentlichen Repositories zu zum Beispiel einer institutionellen Webseite, wo Dokumente mal auftauchen und wieder verschwinden. Und sind die Sachen auf Permanenz angelegt, mit zum Beispiel DOIs dann als Identifiern, die mir erlauben, dauerhaft das Dokument zu finden, selbst wenn mein System irgendwie sich ändert, mit einer angeschlossenen Langzeitarchivierung und eben mit einer Policy, die verhindert, dass Dokumente einfach gelöscht werden.
Es kann zum Beispiel sein, dass das Dokument strafbare Inhalte enthält. Das wäre ein absoluter Ausnahmefall. Einen solchen Fall habe ich auch noch nie gesehen. Aber es wäre natürlich möglich, dass man sagt, so darf das nicht veröffentlicht werden, weil, was könnte es sein? Strafbare Illustrationen, die nicht kein Bildzitat sind, mit denen sich nicht auseinandergesetzt wird, sondern die einfach drin sind. Urheberrechtsverstöße in dem Sinne, dass die Publikation hochgeladen wurde von jemand anders als denjenigen, die dazu berechtigt waren. Dass ich gar nicht der Autor war, als ich das hochgeladen habe. Vielleicht auch, dass ich der Autor bin, aber das nicht mehr durfte, das muss dann geklärt werden. Es könnte natürlich auch sein, was im akademischen Kontext vielleicht häufiger nochmal vorkommt, ist, das war gar nicht zur Veröffentlichung gedacht. Oder also wenn wir jetzt in Hannover haben wir natürlich viel dann auch zu tun mit Disziplinen, in denen es stark um Patente geht, um neue industrielle Projekte, wo dann vielleicht manchmal die Sorge ist, aus diesem Kontext wollen wir nicht zu früh veröffentlichen. Das ist nicht schön und ich glaube, muss man auch darauf hinweisen, dass sich diese Bereiche Patentierung und Publizieren nicht ausschließen. Aber das sind Fälle oder ist ein Feld, in dem ich dann schon mal von Sorgen gehört habe, dass dann jemand zum Beispiel seine Abschlussarbeit veröffentlichen wollte und dann die Forschungsgruppe aber sagte, das war doch gar nicht so gedacht. Rechtlich ist das dann vielleicht gar nicht immer so kompliziert, weil das schon veröffentlicht werden durfte, aber vielleicht möchte ja eine Autorin oder ein Autor die eigene Publikation zurückziehen, eigenständig oder weil jemand darauf gedrängt hat. Und dann muss man sich eben anschauen, wie man damit umgeht und ob man dem entsprechen kann. Also einfach zurücknehmen kann man nicht. Das ist FEDRA ist wirklich eine permanente Sache, wo man etwas archiviert und das bleibt dann sozusagen für immer und ewig dort. Das ist ein bisschen unsere Prämisse. Aber selbstverständlich, wenn rechtliche Schritte erfolgt sind, muss man dieses Objekt einfach wieder inaktiv schalten, keine Frage. Und der Tullner hat das eh schon schön zusammengefasst. Es gibt einige Gründe, wo es dann wirklich auch notwendig ist, nämlich wenn es zum Beispiel auch um ein Plagiat handelt oder so. Wir haben ja auch Hochschulschriften in unserem Repositorium drinnen. Also auch da muss man einfach die Möglichkeit haben zu sagen, gut, das muss man wieder inaktiv schalten. Aber das Schöne daran ist ja, oder das Praktische ist ja daran, wenn man nämlich eine DOI hat, gibt es ja auch eine, oder sollte es zumindest eine Landingpage geben, wo dann die Metadaten sind und wo das nachvollzogen werden kann, dass dieses Objekt einmal da war zumindest. Das heißt, man hat trotzdem eine Kontinuität und das Objekt verschwindet nicht einfach und man weiß nicht, wo es jemals gelagert ist. Also das ist schon ein großer Vorteil. Auch wenn es wirklich verschwunden ist, dann ist es eben nicht ganz weg, sondern die Metadaten sind noch vorhanden. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass wir uns austauschen, weil es entstehen jetzt auch in Österreich immer mehr Repositorien in unterschiedlichen Universitäten und Institutionen, die ungefähr alle die gleichen Aufgaben und ungefähr alle die gleichen Probleme und Herausforderungen dadurch haben. Und wir haben, also ich habe im Jahr 2016 ein Netzwerk für Repositorienmanagerinnen gegründet, das REPMENNet, wo ich sehr froh bin, dass wir jetzt unterschiedliche Arbeitsgruppen auch da drinnen haben und wo wir uns unter anderem auch jetzt in Zukunft mit rechtlichen Problemen beschäftigen werden. Und inzwischen ist das sogar über die Grenzen Österreichs hinausgegangen und es sind schon auch deutsche Kolleginnen und Kollegen Mitglied. Und das ist natürlich schon eine feine Sache, wenn man weiß, man hat irgendwie ja, Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen und wo es wirklich auch darum geht, die Dinge auch zu verbessern und zu schauen, wie machen es die und versuchen dann gewisse Standards ja zu etablieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Was ich ein spannendes Thema für auch diese Vernetzung finde, ist der Punkt, wohin entwickeln sich diese Repositorien eigentlich weiter? Wir haben jetzt ja, ein paar Sachen vorgestellt, Funktionalitäten, Aufgaben, die dazugehören, die sind auch wichtig, aber gleichzeitig verändert sich ja auch das Feld des Open Access und des Publizierens insgesamt allein dadurch, dass ein immer größerer Prozentsatz von Publikationen am Erstveröffentlichungsort schon Open Access ist. Das heißt, wir haben immer mehr, zwar zu langsam, aber doch stetig wachsend Publikationen, die bei einem kommerziellen Verlag schon frei zugänglich unter freien Lizenzen, so wie wir uns das wünschen, veröffentlicht werden.
brauchen wir dann solche Repositorien noch oder hat sich das überlebt? Und ich glaube, da ist es wichtig, sich darauf zu besinnen. Ein paar Punkte haben wir schon angesprochen, warum es gut ist, das trotzdem und weiterhin separat zu machen, redundant zu machen. Publikationen zu archivieren bei uns sind in den Repositories natürlich auch die Publikationen enthalten, die andernorts schon frei zugänglich waren. Die speichern wir einfach ein weiteres Mal, weil wir wissen, da bleiben sie dann auch. Da bleiben sie dauerhaft verfügbar. Selbst wenn ein Verlag verschwindet, die Publikationen wieder aus dem Netz nimmt, was er in vielen Fällen einfach tun könnte. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache für die Zukunft. Ein anderer Punkt wäre auch, wie verändern sich Formate? Wir haben in diesen Repositories ganz klassisch PDF-Dateien. Ein Format, mit dem wir seit Jahrzehnten arbeiten, das für die Langzeitarchivierung nicht perfekt geeignet ist, das wenig Interaktivität und andere heute vielleicht mögliche Funktionalitäten bietet. Aber wenn man sich Repositories anschaut, auch die Regeln für Autorinnen und Autoren, dann steht da ganz häufig, laden Sie ein PDF hoch. Das ist das Format, das wir akzeptieren. Und das wäre für mich so ein Punkt, wo man in die Zukunft gerichtet schauen kann. Wir brauchen Repositorien, die mindestens XML-Formate speichern können, so wie wir sie bei Zeitschriften zum Beispiel auch immer mehr haben, die vielleicht auch Konvertierung dieser XML-Dokumente anbieten für die Konversion in andere Formate. Aber auch, was so gerade wenn ich mir jetzt Systeme wie Phaedra anschaue, wo dann auch Forschungsdaten und Ähnliches mit drin ist, was ist denn eigentlich mit interaktiven Formaten oder mit ausführbarem Code oder Ähnlichem, alles, was uns irgendwie große Sicherheitsbedenken für die Repositories vielleicht auf die Stirn zaubert, aber es ist ja trotzdem, gibt es da ja Formate, um die man sich vielleicht kümmern muss, um mit einer sich verändernden Publikationslandschaft Schritt zu halten. Audiovisueller Content. Wir betreiben in Hannover ein Video-Repository im Prinzip, das AV-Portal, in dem eine Vielzahl akademischer Videos gespeichert ist. Und da kann man sich dann vielleicht auch anschauen, was wir für Texte auch überlegen könnten. Automatische Erschließung, Indizierung von Werken, egal ob jetzt Text oder Video, mit einer inhaltlichen Erkennung von Objekten, von Bedeutung da drin. Also hier ist, glaube ich, viel zu tun, was wir alles auch nur tun können oder vor allen Dingen dann tun können, wenn wir diese Systeme weiterhin selber betreiben. Und deshalb denke ich, dass da eine große Bedeutung nach wie vor für solche Systeme ist. Aber wir müssen sie eben auch ein bisschen anpassen und verändern. Das stimmt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Dieses Anpassen und Verändern ist auch bei uns ein großes Thema. Und wir gehen ja davon aus, also bei uns ist es so, dass zumindest in Phaedra die Forschenden selbst an uns herantreten und sagen, sie haben jetzt dieses Forschungsprojekt und sie brauchen unbedingt diese und diese Objekte gespeichert. Und das sind oft Formate, mit denen wir vorher noch gar nichts zu tun hatten, kommen immer wieder neu dazu. Und dann ist die große Herausforderung zu sagen, wie gehen wir damit um? Ja. Und das ist ein Lernprozess, das ist auch ein Prozess, der nicht so schnell enden wird, der immer wieder Diskussion erfordert und immer wieder neu angefacht wird eigentlich durch immer wieder neue Zusammenhänge und durch Anforderungen, die einfach auf uns zukommen. Ich glaube, auch da besteht, so wie Sie gerade gesagt haben, sehr viel Handlungsbedarf in Zukunft und auch sehr viel Austausch mit anderen. Und wir sind ja auch mit CORE zum Beispiel, mit der Confederation of Open Access Repositories in Verbindung. Wir sind mit der EOSC, mit der European Open Science Cloud in Verbindung und schauen auch da, wo es hingeht und versuchen uns da auch immer wieder anzupassen und auch mitzutun im weitesten Sinne in Arbeitsgruppen, um eben da auch ein bisschen weiter voranzukommen und zu schauen, wo der Weg uns hinführt und wo er hinführen soll auch vor allem. Also wenn wir auf die Rolle schauen, die Autorinnen und Autoren in Bezug auf diese Repositories spielen, dann ist das, glaube ich, auch wieder ein vielfältiges Verhältnis, weil einerseits ist vollkommen klar, dass wir nur dann etwas in einem Repository veröffentlichen können, wenn die Autorin oder der Autor zugestimmt haben. Also wenn sie den Willen artikuliert haben, dass ein Werk dort erscheint. Das kann in vielen Fällen abgekürzt werden, wenn das Werk schon unter einer freien Lizenz veröffentlicht ist und wir sagen, okay,
Der Wille ist klar dokumentiert, es ist legal, wir müssen nicht noch einmal nachfragen. Aber in vielen anderen Fällen brauchen wir ja das Einverständnis und das aktive Mittun der Autorin oder des Autors. Und das ist häufig ein sehr aufwendiger Prozess, weil wenn wir uns vorstellen, dass nach einer gewissen Zeit, ich habe einen Artikel geschrieben, dann war der ein Jahr lang in Begutachtung, dann ist der endlich irgendwo erschienen, ich habe darüber getwittert, alle sind froh und ich bin schon seit anderthalb Jahren im nächsten Forschungsprojekt. Und dann meldet sich nochmal ein, zwei Jahre später meine Bibliothek und sagt, wir hätten gern diesen Text und ich fange an, hektisch zu suchen, bin froh, dass ich ihn finde. Und dann sagen die, jetzt brauchen wir auch noch einen Vertrag. Und in dem Moment denken dann viele so, also das ist mir jetzt, der ist doch schon im Netz, was soll ich denn jetzt noch tun? Das heißt, ich glaube, es ist für Repository-Betreiber ganz wichtig, das im Blick zu haben, dass da eine enorm große Hürde ist und dass die Anreize, dieses Dokument zu erhalten, vielleicht für das Repository größer sind als für die Autorin und dass wir es deshalb so einfach wie möglich machen müssen. All das, was wir selber tun können und was wir den Autorinnen abnehmen können, das sollten wir tun. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, im Dialog mit den Forscherinnen und Forschern klarzumachen, dass es spezifische Benefits gibt und Vorteile gibt für eine auch zweite Veröffentlichung im Repository und dass wir viele Unterstützungsangebote haben, die genutzt werden können, dass aber auch dieses Mittun notwendig ist und wenn es dann so einfach wie möglich ist, auch bitte genutzt werden soll. Da kann man Anreize setzen, natürlich in einer universitären Policy, dass man sagt, wir möchten, dass alles im Repository ist, wir fordern die Forscherin auf, wir verpflichten sie, wie stark auch immer man sich das im jeweiligen Land auch traut. Man kann natürlich auch mittelbare Anreize setzen, indem man sagt, wir haben eine Statistik unserer Publikation, die basiert auf dem Repository, was da nicht drin ist, zählt leider nicht mit. Aber egal, wie stark man da die Appelle ausrichtet, am Ende kommt es darauf an, dass die Autorinnen und Autoren mittun. Und hier die Vorteile noch einmal zu benennen von dauerhafter Verfügbarkeit an einem seriösen Ort, geregelten Rechtsverhältnissen, einer erhöhten Sichtbarkeit, auch der Offenheit für neue Formate, wie zum Beispiel Preprints. Also in manchen Disziplinen wird man dann lachen über neue, in anderen hat das jetzt gerade erst angefangen in den letzten Jahren, aber dass Publikationen schon vor der Veröffentlichung bei einem Verlag schnell zum Beispiel über ein Repository zugänglich gemacht werden, solche Sachen können wir und wir sind bereit, diese Systeme zu verändern. Wir brauchen dazu aber den Dialog mit denjenigen, die Dokumente haben und veröffentlichen sollen und hoffentlich auch möchten. Und dann ist es auch wichtig, dass wir diese Tätigkeiten, glaube ich, so stark wie möglich selber erledigen. Das hieße dann zum Beispiel, dass wir alle Metadaten so gut wie möglich schon einmal zusammensuchen, dass wir wirklich die Aufgabe, die die Autorin noch erbringen muss, auf das absolut Notwendige reduzieren, was in den meisten Fällen ist, einen Veröffentlichungsvertrag zu unterschreiben und das Dokument beizusteuern, weil wir es häufig, wenn wir nicht die Version des Verlages nehmen können, weil daran keine Rechte bestehen, einfach nicht haben. So. Ja, ich kann mich dem Ganzen sehr gerne anschließen, wobei es bei uns, wenn ich jetzt an Fedra denke, wenn ich jetzt an unser Usecoder denke, ein bisschen anders läuft, weil wir hier nicht selbst hochladen, sondern das machen alles die Forschenden und Autorinnen und Autoren. Das heißt, wir unterstützen sehr gerne, aber es liegt in der Hand oder in der Entscheidung der Autorinnen und Autoren, was sie veröffentlichen und was sie nicht veröffentlichen. Bei den Forschungsdaten noch viel stärker als bei den Publikationen. Also bei den Forschungsdaten ist es überhaupt so, da kommen die Projekte zu uns und sagen, sie möchten oder müssen von den Fördergebern her das und jenes veröffentlichen, publizieren, verfügbar machen. Bei den Publikationen ist es so, dass auch die Autorinnen und Autoren auf uns zukommen und hochladen. Wir geben da sehr gerne Unterstützung, aber wir sind nicht diejenigen, die selbst hochladen. Also wir stellen auch keine Metadaten zur Verfügung. Das kommt alles von den Urheberinnen und Urhebern. Was wir schon machen, ist natürlich Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen und auch im Bereich der Publikationen jetzt auch Hilfestellung zu leisten bezüglich der Lizenzen zum Beispiel. Bezüglich der Verlagsverträge, also da gibt es ein großes Unterstützungsangebot von den Kolleginnen und Kollegen der Universitätsbibliothek Wien. Aber wie gesagt, wir laden jetzt in diesem Repositorium zumindest nicht zu. Es gibt dann ein eigenes Repositorium für sozialwissenschaftliche Daten. Auster, da schaut es wieder ein bisschen anders aus. Da wird derzeit noch
von den Kolleginnen der Universitätsbibliothek hochgeladen. Aber wie gesagt, im Bereich der Fedra und Usecaller wird das nicht gemacht. Vielleicht hätte ich noch einen Punkt, ja. Weil wir sprechen sehr oft von Forschenden, Forscherinnen und Forschern. Bei uns ist jetzt immer mehr, wir schauen immer mehr darauf, dass auch schon die Studierenden ihre Daten ablegen. Und zwar zumindest im Falle dessen, dass sie eine Abschlussarbeit schreiben. Also vor allem bei Dissertationen ist uns das ganz wichtig. Wir haben auch einen Doktorandinnen-Service an der Universität Wien, dass wir auch dort unsere und Fedra und unsere anderen Repositorien bzw. unsere Dienstleistungen vorstellen, damit eben auch schon die Doktorandinnen Zugriff haben und auch das nutzen können, weil uns ist es wichtig, einfach dieses Forschungsdatenmanagement auch wirklich schon ins Studium hineinzubringen, weil das ist etwas, was sie spätestens dann brauchen, wenn sie wirklich ein eigenes Forschungsprojekt haben, und das beginnt auch oft schon als Doktorandin oder Doktorand. Das ist uns ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, dass dieser Punkt früh anzusetzen, dass das wichtig ist. Also wir haben auch häufiger darüber gesprochen, ob wir irgendeine Beschränkung haben nach akademischer Qualifikation, wann wir Dokumente nehmen. Das hat viel auch damit zu tun, dass man sich ja überlegen muss, ob die Konsequenzen einer Veröffentlichung allen Beteiligten klar sind, gerade auch, dass wir das nicht wieder aus dem Netz nehmen. Das heißt, ich glaube, je früher im akademischen Werdegang wir mit so etwas anfangen, umso mehr Aufmerksamkeit muss man darauf legen, dass die Beratung gut ist und dass es klar ist, dass es hier um eine dauerhafte Veröffentlichung geht. Das Wichtige bei diesem frühzeitigen Ansetzen wäre für mich auch, dass alle Forschenden, mit denen wir zu tun haben, bestenfalls aufgeklärt sind über zum Beispiel urheberrechtliche Fragestellungen und über Open Access, bevor sie in Kontakt mit Verlagen kommen. Das heißt, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass geprüft werden muss, ob Publikationen in ein Repository überhaupt noch eingespielt werden dürfen, dass unsere Zielgruppen gewarnt sind, dass sie auf diese Aspekte mit achten, wenn sie an irgendeinem Ort veröffentlichen. Habe ich hinterher denn noch die Möglichkeit, das in dem Repository meiner Universität oder in ein disziplinäres Repository mit einspielen zu können? Oder verbaue ich mir diese Chance, wenn ich diesen Vertrag unterschreibe? Und das ist aus der Sicht der Forschenden, glaube ich, auch wichtig im Hinblick auf die ganze Veränderung im Drittmittelbereich. Ich habe zunehmend Förderorganisationen, gerade jetzt unter diesem Label Plan S, wo sich viele Förderorganisationen nicht nur aus Europa, sondern mehr und mehr weltweit auf ein gemeinsames Set an Kriterien verständigt haben, wozu eben gehört oder als wesentliche Erwartung gehört, meine Publikation, wenn sie aus einem geförderten Projekt stammt, muss am ersten Tag unter einer freien Lizenz frei zugänglich sein. Entweder bei dem Verlag oder in einem Repository. Und da muss man sich Gedanken darüber machen, dass man dann bestimmte Kriterien auch gegenüber dem Verlag vertreten muss. Wir hatten diesen Punkt schon. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu viel Arbeit und zu viel auch schwierig zu verstehende Fragestellungen bei den Forscherinnen und Forschern abladen. Wir sollten sie da gut beraten und unterstützen, ihnen das Gefühl geben, dass jemand da sozusagen, dass sie die Rückendeckung haben. Aber die Sensibilisierung, die sollte da sein. Und ich bin komplett damit zufrieden, wenn die Sensibilisierung genau den Punkt abdeckt, dass Forscherinnen und Forscher wissen, das ist eine relevante Frage. Ich habe jetzt hier eine Entscheidung zu treffen. Ich bin mir nicht ganz klar über die Konsequenzen, aber ich weiß, wen ich anrufen kann. Und dann haben wir, glaube ich, rund um unsere Repositories und unsere Beratungsangebote einen guten Job gemacht und eine gute Chance, dass wir dann beraten können, sagen können, okay, an dieser Stelle sollten Sie vielleicht nochmal nachverhandeln oder das sind Konsequenzen, die passieren können. Deshalb ist, glaube ich, diese frühe Sensibilisierung auf einer sehr grundständigen Ebene. Ich muss mich darum kümmern, ich weiß, wer mir helfen kann. Das fände ich sehr wichtig. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, war sehr interessant.